Tsongkhapa hat, es gibt ein berühmtes Zitat von ihm. Wenn du deine Erleuchtung verschiebst, verletzt du alle. Wenn du nicht deine maximale Kapazität ausschöpfst, dann verletzt du alle. Wenn du ein Engel wirst. Apropos, wenn du ein Engel wirst, musst du nicht aus deinem Haus ausziehen. Du hast immer noch die gleiche Adresse. Du musst nicht deine Familie verlassen. Du kannst gleichzeitig auf 1000 Planeten sein. Du kannst einen Körper daheim lassen und du musst nicht mal einen Koffer packen. Wir haben die Verantwortung, zu praktizieren. Auf eine glückliche und entspannte Art und Weise. Warum? Weil du Millionen vergangener Leben gelebt hast. Jede Möglichkeit, jede Kombination hast du 1000 Mal erlebt. Du warst 1000 Mal meine Mutter. Alle Jungs hier waren schon 1000 Mal Miss Amerika. Alle Frauen hier haben das Siegestor in der Weltmeisterschaft geschossen. Unzählige Male. Du hast mich 1000 Mal geküsst und 1000 Mal getötet. Jede Kombination hast du schon erlebt. Warum rede ich darüber? Wir sollen uns darauf konzentrieren, dass schon jeder unsere Mutter war. Nur ein Amerikaner würde die nächste Frage stellen. Jeder war deine Mutter. Du kannst sie nicht enttäuschen. Du musst ihnen helfen. Und die Amerikaner fragen dann immer die gleiche dumme Frage. Ich bin Amerikaner, deswegen erzähle ich es euch. Aber jeder hat mich auch 1000 Mal umgebracht. Ja, ich stimme zu, aber mach dir darüber keine Sorgen. Versuch dich auf die gute Seite zu konzentrieren. Jeder, den du jemals getroffen hast, war unzählige Male deine Mutter. Hat dich für 9 Monate herumgetragen. Sie wusste nicht, ob sie stirbt oder noch lebt, nachdem sie dich geboren hat. Sie hat sich dafür entschieden, es zu versuchen, selbst auf die Gefahr, dass sie selber dabei stirbt. Ein paar Amerikaner würden jetzt aufzeigen. Aber meine Mutter mag mich nicht. Vielleicht nicht. Jetzt weiß ich, warum. Wenn deine Mutter dich liebt oder nicht, es ist egal. Deine Mutter hat ihr Leben riskiert, um dich auf die Welt zu bringen. Und das beweist, dass sie echt cool war. Du hast eine gewisse Verantwortung. Du musst so hart wie möglich arbeiten. Das heißt, hart arbeiten heißt nicht nicht fanatisch. Fanatiker arbeiten 6 Wochen ganz hart und beschimpfen dann jeden. Entspannt euch. Ihr habt diese Bilder. Wiederholt sie, bevor ihr in die Arbeit geht, während des Frühstücks.
Tut so, macht es so gut, wie für euch möglich ist. Und das Wichtigste ist, verstehe die zwei Ehemänner in der Küche. Alles ist da drin. John Brady und ich haben als Ziel, diese 200.000 Bücher zu retten. Es gibt eine Frage, retten John Brady und ich die 200.000 Bücher als erstes oder erreichen wir Nirvana zuerst? Eines kann ich euch sagen, ich glaube 30.000 haben wir schon gerettet. In diesen Büchern steht nichts, was nicht in den zwei Ehemännern in der Küche enthalten ist. Ist das cool? Also erinnere dich einfach an die zwei Ehemänner in der Küche. Was bedeutet dieses Idem? Willst du nicht deiner Mutter helfen? Hilf deiner Mutter. Alle Idems bis hierher in diesem Review, die Bedeutung, geht es darum, mit welcher Motivation betrittst du den Vortragssaal? Warum hast du dich hier angemeldet? Warum leidest du die ganze Woche während des Retreats? Irgendwo in deinem Geist. Da existiert die Idee schon. Ja, ich glaube, dass ich den Tod aufhalten kann. Ich glaube, dass ich anderen Menschen helfen kann. Und wenn es eine Chance gibt, dann werde ich durch dieses Retreat durchhalten.